أشهد أن لا إله إلا الله. Wir sehen, dass viele Muslime sich extremst hingezogen fühlen zum diesseitigen Leben. Dann wisse, dass dein Herz erkrankt ist, ohne dass du es gemerkt hast. Denn alles beginnt mit einem Blick. Wenn man sich den Reichtum der Menschen anschaut, ihre Villen, ihre Häuser, ihre Autos, ihren ganzen Reichtum und Stolz, den sie sich erbaut haben, denn das alles ist nur eine Täuschung für sie. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Kullu nafsin za'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. O Kinder Adams, der Satan soll euch ja nicht der Versuchung aussetzen. Deshalb verspiele dir nicht deinen Platz im Paradies.